Hier sehe ich. Die Leute vom Fernsehen haben ja gesagt, ich soll heute Abend ohne mein Mischkabel kommen. Gut, dann nehme ich mein Weib daheim gelassen. Hey, ich sag's euch, wir haben der letzte bei uns auf dem Hof, gell? Haben wir einen Austauschbauer da gehabt aus Australien. Ja, dann kam der zu mir und hat gefragt, habt ihr hier bei euch auf dem Hof auch Kühe? Sag ich, ja, freilich haben wir Kühe. Dann fragt er, ja, habt ihr hier auch Schafe? Sag ich, freilich haben wir Schaf. Und ihr habt hier auch Kängurus. Sag, Kängurus, was sind das für Viecher, kenne ich nicht. Sagt er, das sind die, die auf dem Schwanz sitzen. Sag ich, freilich, selber sind wir auch. Aber bei uns heißt man die Filzleis. Hey, Leute. Kennt ihr eigentlich den kleinsten Bauernhof der Welt? Ja, das ist ein Polizeiauto. Ja, vorne hocken die Bullen, hinten die arme Sei. Ja. Man probiert ja immer, dass man den Polizisten ein bisschen aus dem Weg geht. Gell? Aber wir laufen über den Weg, das gibt's gar nicht. Neulich bin ich wieder angehalten worden, nachts um uns beim Heimfahren. Ja? Dann ist wieder so ein Hals gekriegt. Nachts um uns warst du angehalten, da könnte ich das kotzen, was ich vor 8 Tagen gefressen habe. Bei so etwas, gell? Nachts um uns, dann kommen die zu mir her, an mein Auto. Ja, die kleinen Männchen stehen jetzt daneben. Ich lasse das Fenster runter, gucke die zwei an und sage, ja, jetzt war ich auch mit euch los. Sind noch scheiße drauf, weil ich die Mama wieder gleich angezogen hat, oder was? Ja. Ja, ich kann so eben sagen. Ja, ich kann nichts dafür. Ich leide unter verbaler Inkontinenz, das bricht aus mir so raus. Ja. Das hat schon als Kind angefangen bei mir. Ja, da habe ich damals zur Weihnacht ein BMX-Rädchen geschenkt gekriegt. Und BMX-Rädchen, ha? Jungs, das war so damals, Nonplusultra, oder? Ich stolz wie Harry, gern unter ins Dorfle mit meinem BMX-Rädchen rumgefahren. Und dann hat mir unser Polizist angehalten, das war ein Berittener. Ist also nur mit seinem Gaul durchs Städtchen geritten. Hat er mich angehalten und gefragt, na, Bulli, hat er das Rädchen der Weihnachtsmann geschenkt? Habe ich so aufgehört und gesagt, Echt so? Dann sehe ich schon Weihnachtsmann auch, dass beim Fahrrädchen hinten ein Licht nachgehört. Das kostet jetzt 20 Mark. Dann habe ich jetzt aufgehört und gesagt, du, Herr Polizist, hat dir der Weihnachtsmann eigentlich auch das Pferdchen geschenkt? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, so, dann sehe ich zum Weihnachtsmann auch, dass beim Pferdchen das Arschloch nach hinten gehört, nicht oben drauf. Ja. Kaja, ich sage du, was ich von denen angehalten habe, das geht nicht auf meine Kuhhaut. Neulich auch wieder, gell? Auf der Autobahn war ich ein bisschen schnell unterwegs, haben sie mich auch wieder angehalten. Dann kommt er zu mir her und sagt, wenn Sie mir jetzt eine Ausrede präsentieren können, die ich noch nie gehört habe, dann lassen Sie weiterfahren. Dann sage ich, ja, wisst ihr, Herr Oberschützergrenadier, folgendes. Meine Frau ist letzte Woche mit einem Polizist abgehauen. Und wo ich sie im Rückspiegel sehe, habe ich Angst gekriegt, sie bringen sie wieder zurück. Ja. Ja. Nein, ich weiterfahren darf. Ja. Aber das ist ja das Drama bei den Beziehungen, das Drama Mann und Frau. Das hat doch schon im Paradies angefangen, oder? Bei Adam und Eva, da hat der ganze Scheißdreck doch schon angefangen, oder? Ich sag's euch, Adam und Eva, wenn das Chinesen gewesen wären, dann wären wir heute noch im Paradies. Jawohl. Die hätten den Äpfel hängen lassen und Schlangen fressen. Ja? Ah. So müssen wir jetzt damit leben mit unseren Beziehungen, gell? Wie mein Kumpel, der Hans und sein Mai. Das ist auch ein ganz besonderes Perle, ich kann es euch sagen. Also sie ist so das Dorfblättchen, ihr kennt die Frauen, gell? Die weiß alles, sieht alles, hört alles. Die hängt auch jeden Tag am Fenster und glotzt dann aus und schwätzt. Also bei der muss der Arsch schwerer sein wie der Kopf. Sonst steht sie beim Schwätzen aus dem Fenster hageln, gell? Und sie ist auch... Also sie ist ein bisschen mehr. Ja, sie hat eine eigene Postleitzahl. Ich kann euch sagen, du, wenn du mit der am 8. ins Nest gehst, warst du am 12. neu überall. Gell? Das ist, ja, da.
Der hat es mir auch mal erzählt, wie das bei dir im Bett abläuft. Ja, wenn sie gerade mittel dabei sind. Ja, da waren sie gerade mittel im Akt. Er ist oben gelegen, sie unten, er ist gerade kräftig am Bomben. Sie langt auf, wuschelt ihm durch die Haare durch. Sagt er, was soll denn der Scheißdreck? Sagt sie, ich such deine Hörnle. Sagt sie, wieso Hörnle? Sagt sie, ja, du bist scharf wie der Teufel. Ja, dann haben sie Stellungswechsel gemacht. War sie oben, er unten. Wieder kräftig am Bomben, auf einmal wuschelt er ihr durch die Haare durch. Sagt sie, was tust du denn da? Sagt er, ich such deine Hörnle. Sagt sie, warum? Bin ich auch scharf wie der Teufel? Sagt der Neue, schwer wie eine Kuh. Beim Schönheitschirurg, gell? Ist er zum Schönheitschirurg nachher gefragt, Herr Professor, können Sie mich irgendwie verschönern? Hat er gesagt, tut mir leid, Enthauptung machen wir hier nicht. Sie hat aber doch eine kleinere Operation über sich ergehen lassen und so wie er halt ist, gell? Mein Kumpel hat sie anstandshalber besucht im Krankenhaus, der Gentleman. Ist er zu einer nachher gefragt, und Weib, wie sieht's? Sie hat gesagt, ja, ist gut, ist gut. Gell? Wie ist denn daheim? Sagt er, daheim ist alles klar soweit. Die Katze ist halt tot. Das ist wie Katze ist tot? Sag mal, das kannst du mir doch nicht sagen. Durch eine so eine Operation. Mensch, das ist über die Straße gelaufen, das jagt auf dem Dach oder sonst irgendwie. Aber doch jetzt so. Also du bist. Nein, also weißt du? Wie geht's denn der Oma? Sagt er, die Oma hockt auf dem Dach. Ja. Und Oma? Ich bin ja ein riesen Fan vom älteren Semester, weil das ältere Semester, die bringt Sprüche. Da rechnest du als Junger nicht damit. Ja, ich war neulich in der Apotheke, beschwert sich von einer über die Kondome. Sag ich dir, Entschuldigung, die Kondome, die sind verkauft, denn die färbt frei ab. Schreit der Opa in der, ja, und abknicken den sie auch, gell? Scheiße! Ah. Oder gehen wir mal in so alte Eckkneipen ein, so alte Eckkneipen, wenn abends die alten Brudler, wenn die zusammenhocken, gell? Im letzten Krieg, na, da habe ich mit einem Liter Benzin in ein U-Boot versenkt. Sagt er, das ist gar nichts. Im letzten Krieg, da habe ich mit der Mischgabel einen Flieger angeholt. Sagt er, ja, wir vom Himmel. Sagt er, neu vom Eiralde. Oder wenn sich das ältere Semester streitet, das ist ein Bild von Göttern. Ich habe das einmal mitgekriegt, wie meine Oma und mein Opa gestritten haben, das war super. Auf einmal ist meine Oma zu blöd geworden, sie steht auf, geht nochmal in Blumenvas, nimmt die Blume raus aus der Vas, geht nochmal zu meinem Opa und gibt's ihm. Sagt er, was soll denn der Scheißdreck jetzt? Willst du wieder versöhnen? Sagt sie, Scheißdreckle versöhnen. Jetzt nimmst du die Blume, gehst nochmal auf den Friedhof, hockst dich auf den Bänkel und wartest, bis du dran bist. Ja. Aber Friedhof, dann hat es da jeden Tag ein älteres Mütterle gegeben. Die hat immer beobachtet, die ist immer vor dem Grab gestanden und die ist immer rückwärts weglaufen von dem Grab, gell? Die hat sich nie rumgedreht, die ist immer rückwärts weglaufen. Dann denkt, die muss ich ja mal fragen, wie das, warum, gell? Dann bin ich jetzt auch nachher gefragt, sag mal, warum laufen sie immer rückwärts weg von dem Grab? Sagt sie, ja, wisst ihr, das ist so. Mein Mann, der hat früher immer gesagt, dein Arsch, der weckt Tode auf. Und das will ich jetzt riskieren. Dankeschön.